Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ ist jetzt am Wort. Vor der Österreichs Hochschulpolitik zurück nach anno dazumals versetzt. Die neue Regierung hat sich wohl Hürden statt Chancen ins Stammbuch geschrieben, denn nichts anderes sind Zugangsbeschränkungen wie Aufnahmetests und Studiengebühren. Es ist viel wichtiger, die künftigen Studierenden vorab über die Vielfalt der Studienrichtungen an Österreichs Hochschulen zu informieren und Programme wie Studieren probieren auszubauen und zu bewerben, anstatt die Selektion durch fixe Zahlen und Knockout-Studieneingangsphasen vorzunehmen. Weiters fördert die Einführung von Zugangsbeschränkungen wie Aufnahmetests das Geschäft mit Vorbereitungskursen. Bekannt ist diese Vorgehensweise bereits aus dem Studium der Humanmedizin, wo angehende Medizinerinnen und Mediziner horrende Summen bezahlen für Kurse, die sie angeblich bestmöglichst auf den Test vorbereiten sollen. Die Anbieterinnen und Anbieter sind die Nutznießerinnen dieser Limitierung von Studienplätzen und macht die Bildung ganz klar abhängig von Geldressourcen. Laut aktuellen OECD-Studien ist die Akademikerinnenquote in Österreich noch immer unterdurchschnittlich. Die Einführung von Zugangsbeschränkungen ist logischerweise äußerst kontraproduktiv und außerdem weigert sich die Bundesregierung, die Ausnahmeregelung für berufstätige Studierende zu reparieren, die diese von Studiengebühren befreit. Die Realität von Studierenden sieht aber aktuell komplett anders aus. Die Studierenden müssen nebenbei arbeiten gehen, um sich das Studieren überhaupt leisten zu können, da das österreichische Beihilfensystem noch immer ungenügend unterstützt, bis die Anbesserung des letzten Jahres durch sozialdemokratische Handschrift angemerkt. Studierende werden in die Berufstätigkeit gezwungen und ich selber kenne die Problematik, da ich neben dem Studium immer gearbeitet habe und an der Johannes Kepler Universität in Linz war ich kein Einzelfall, sondern gerade die Johannes Kepler Universität hat überdurchschnittlich viele berufstätige Studierende. Und bestraft werden diese berufstätigen Studierenden von der Bundesregierung nun doppelt. Denn hier sind ganz klar die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger massiv betroffen. Von wegen Leistung soll sich wieder lohnen, Leistungsträgerinnen werden hier bestraft. Die Einführung von Zugangsbeschränkungen, die Nichtreparatur der Studiengebührenbefreiung und der Fleckerlteppich an Maßnahmen, den die Bundesregierung uns hier präsentiert, wird dem wissenschaftlichen Feld in Österreich keine Verbesserung bescheren. Sie werden Auswirkungen auf das gesamte universitäre Bildungssystem und den Arbeitsmarkt haben. Ein gesamtheitliches Konzept für die Weiterentwicklung des tertiären Hochschulsektors, wie von der SPÖ seit Jahren eingefordert, fehlt aber weiterhin. Die Sozialdemokratie steht für einen freien und offenen Hochschulzugang, der allen Menschen gleichermaßen die Chancen auf Bildung ermöglicht. Wer hier eine künstliche Schikane einzieht und klar Bildung vom Börserl und der Eltern abhängig macht, handelt antiquiert und schadet dem Wissensstandort Österreich. Dankeschön. Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ spricht sich deutlich gegen neue Zugangsbeschränkungen an den Universitäten aus.